Mittelgroßer Drucker. Das ist das, was wir da zu stehen haben. Schmelzer? Hydrazin, Forschungskammer, Fahrzeugbuch, Treibstoffkondensator, große Plattform haben wir. Anscheinend muss ich den manuell bauen und dann den anderen raufbauen. Dann heißt es, ich baue mal lieber nochmal so ein Harzgerät, also so eine Plattform. Da haben wir zwei Plattformen drüben. Weil ich so eine Ahnung muss, habe, dass wir zweimal das brauchen. Oh Gott, ich bin voll mit Watten. Ach, Gemisch. Wir haben tatsächlich immer hier Misch hier ohne. Wow. Ja, nee, so einfach. So. Print. Let it print. So, wie sieht's denn mit meiner Treibstoffgeschichte aus? Ah, der ist durch. Der ist durch. Also Hydrazin, 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 Hydrazin. Zeigt das andere wieder zu viel hier rumschlümpeln. Ja, das machen wir erstmal wieder hier hin. Ich weiß, das ist wieder unordentlich. Es ist ein ewiges Tetris, ein Item Tetris. Es ist halt so, wenn das Inventar so extrem groß ist. Man erkenne die Ironie an der Geschichte. So. Einmal hier auf. Refill, please. Einmal. Zweimal. Dreimal. Gott, was das Ding an Sprit reindrückt, wa? Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Dann machen wir die andere Seite den Kanister auch noch ran. Das sind die Notkanister. Achso, wenn ich den Kanister, den hier aufhabe, dann kann er noch nicht mal rennen. Selbst wenn ich Shift-Taste drücke. Ist ja mal geil. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, an. An. Okay. Der hier. Das ist die zweite Plattform. Jetzt brauchen wir einmal, was hat er gesagt? Den hier. Das ist zweimal Gemisch. Ein Lager. Gemisch, 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 Gemisch. Das ist zweimal Gemisch. Es ist, dass die möglicherweise so unterschiedliches Bedienfeld haben. Bei den anderen kann ich es einfach so rinkloppen und bei den anderen halt so rinkloppen. Ja. Oh ja, jetzt zieht das hier Energie. Ja, durch das Hydrazinwerk halt, wa? Also das Hydrazinwerk, das ist die Hölle pur. Ja. So, danke sehr. So, wir haben zwei Plattformen. Ich bin fast am überlegen, ob wir noch eine dritte Plattform bauen. So, nach dem Motto, Exo will's wissen. Oder wir bauen ein großes Solarding noch. Das müssen wir mal sagen. Nee. Ja, wisst ihr was? Wir bauen jetzt unser kleines Miniteil. Was ist denn das? Das ist der Kanister. Das ist der kleine Fabrikator. Der braucht einmal Gemisch. Der langsam läuft so. Sniper schon mit meinem Zeiger da drüber, ey. Boah, Leute. Go. Ah. Okay, das ist mal ein einzelner Slot. So, das heißt, das nehmen wir noch Gemische und so ein Zeug alles halt mit. Und die Zapfen. Natürlich auch. Zapfen, Zapfen, noch mehr Zapfen. Und der Wind kommt. Von wo kommt der? Oh, jetzt kommt er auf uns zu. Jetzt will er es wissen.
KI gespeichert. Ja, das Spiel merkt schon so nach dem Motto, ja, Exos will jetzt auf einen anderen Planeten. Ja. Wo der Exos so hin will. Es müssten sogar rein theoretischerweise Kisten kommen, ich weiß es nicht. Werden wir mal einen letzten Schluck Kaffee nehmen, dann ist der nämlich alle. Ja. Tatsächlich Kisten, aber nicht viele. Es hält sich in Grenzen. Oh, da kommt noch einer an. Oh. Ist in Ordnung, ey. Es war schon mal schlimmer. So, Sturm ist durch. So, wo war ich gerade gewesen? Stimmt, beim Einsammeln von Rohstoffen. Da war ich gewesen. Gut, was haben wir denn? Titan nehmen wir mal nicht mit. Wir nehmen aber Harz mit. Harz, Harz, Harz. Und auf jeden Fall Gemisch. Das nehmen wir auch mit, auf jeden Fall. Dann bestücken wir mal das Lager. Was ich hier irgendwo habe, da ist es auch schon. Dann machen wir mal das. Ruf, dit, ruf, dit, ruf. Das Teil darauf. Sehe ich gerade, dass ich die als letztes einpacken sollte, weil ich sonst so oft hin und her laufen muss. So. Dann habe ich, glaube ich, sogar noch was auf dem Fahrzeug drauf. Bin mir gerade nicht 100%. Nee, ist nichts. Gut, was ich aber mache beim Fahrzeug, ich werde es mal sichern schon mal. Weil ich sage, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Gut, Grübel. Energy hatte ich gesagt und so weiter. Nehmen wir auch noch mit. So, Gemisch. Ja, ich weiß, dass das Gemisch ist. Ich will es aber auch gerne mitnehmen. Wir nehmen ruhig ein bisschen was mit. Wir brauchen es jetzt nicht hier. Ja, Aluminium werden wir bestimmt auch da finden. Ist nur das Grundmaterial erstmal. Notfalls kann ich ja immer noch zurück. Ich könnte auch hier ein Hydrazin-Dings da bauen. So ein Treibstoffkondensator. Einen. Einen hier aufbauen. Ein Treibstoffkondensator. Was haben wir denn da? Treibstoffkondensator. Obwohl, den wüsste ich jetzt nicht mal, wo ich den hinpacken sollte. Oder haben wir noch einen Slot frei? Warte mal. Hier, der Slot ist noch frei. Ein Treibstoffkondensator. Ein Treibstoffkondensator. Das müsste dann hier gewesen sein. Harz, Drucker, Schmelzer. Der braucht eh Gemisch. Aber wir bauen den hier. Ist noch ein gutes Heimatprodukt. Ist noch ein gutes Heimatprodukt. Na, warum nicht? Können wir mal sagen, ja, der Treibstoffkondensator stammt noch aus der guten alten Heimat. So. Dann bin ich nämlich gerade am überlegen, dass ich gar nicht weitere Kanister mitnehme. Komm, ich mehr Treibstoffkondensator hier auf. Da haben wir ditte. Wir haben genug Treibstoff, den wir dann sozusagen vor Ort generieren können. Ditte ist alles. Der wird gerade gebaut. Ja, im Grunde haben wir alles. Ist ja Wahnsinn. Außer die Batterien. Stimmt, die Batterien. Ich wollte eine Batterie mitnehmen.
Ich wollte noch die ganzen Batterien hier mitnehmen, die ganz klein zumindest alle. Irgendwas ist gerade passiert. Keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Jetzt kommt wieder Energie rein. Oh, irgendwas war passiert, keine Ahnung. So. Energy, 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 Energy. Das ist alles soweit da. Batterien haben wir. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich überlege noch, ob irgendwas noch was fehlt. Falls euch was einfällt, Chat, Leute. Schreibt nochmal schnell rein, ob ich was vergessen habe. In Malizium. Egal. Warum ist da so ein Forschungssymbol drauf? Ich hoffe, dass ich das richtige gebohrt habe. Als was steht denn da noch? Mittelgroßer Fabrikator. Steht noch korrekt da. Hier ist noch einmal gemischt. Das nehmen wir dann unter, glaube ich, nochmal mit. Mittelgroßer Fabrikator. Wobei, das müsste jetzt der Hydrazinwerk sein, wa? Ich hoffe ja. Ich hoffe ja, dass ich jetzt nicht so große Fehler gemacht habe. So, das ist drauf. Das ist drauf. Das ist drauf. Es sieht doch vernünftig aus. Wir haben alles da. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind meine Nupsis. Meine steckenden Verbindungen, ne? Kriege ich doch die letzte Verbindungsscheiße rauf. Sieht nicht so aus. Die kriege ich nicht mehr rauf. So, wir machen nochmal Überprüfungen. Wir haben mal jede Menge Batterien nochmal. Hier haben wir die ganzen Steckverbindungen. Hier ist ein bisschen gemischt drauf. Da ist ein bisschen gemischt drauf. Wir haben zwei Plattformen. Wir haben hier unser Hydrazinwerk drauf. Wir haben einen Drucker mit dabei. Hier jede Menge Grundmaterialien. Treibstoff bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich will ja nicht annehmen, ich würde mal sagen, wir sind bereit. Würde mal sagen, wir sind bereit. Wir werden starten. Wir werden starten. Und wir werden jetzt den ersten Planeten ansteuern, ne? Naja. Wir werden den ersten Planeten ansteuern. Das auf jeden Fall. So ist es, ja, ja, ja. Den ersten Planeten ansteuern. Wahnsinn. Ich bin direkterweise aufgeregt, weil ich nicht weiß, was Sache ist. Schauen wir mal. Den ersten Planeten. Gut. Verlassen wir mal den Orbit. Und schauen wir mal, was sich uns da bietet. Es gibt ja mehrere Planeten. Wir haben einmal einen wüstenhaften. Wir haben... keine Ahnung. Wir gucken erstmal, was wir hier geboten kriegen. Also es gibt einen wüstenhaften. Einen wüstenhaften. Das dürfte Dune Arrakis sein. Natürlich jetzt ein bisschen was Zeit frisst, um mal zu sehen, was wir alles haben. Also wir haben einen wüstenhaften. Da kommt dann gleich der nächste mögliche Kandidat. Der nächste Kandidat, den wir haben, ist ein verstrahlter Planet. Er ist der Sonne sehr nah dran, ne? Er ist der Sonne sehr, sehr nah dran, ne? Wow. Es müsste mal so eine Vorspultaste haben, wie bei KSP. Es dauert eine ganze Weile, bis der nächste Planet kommt. Also gibt es wüstenhaft und verstrahlt. Bis jetzt gefällt mir der wüstenhafte am besten. Da muss ich so an Dune denken. Dune, ja. Wow. Ob es da Würmer gibt mittlerweile? Weiß ich nicht. Ja. Yeah. Die anderen Planeten, die brauchen echt eine Weile. Man sieht's. Ja, das ist. Die Frage ist, ob die natürlich auch Monde haben. Da ist die Frage, die sich auch so stellt. Hier übrigens das kleine Ding hier. Habe ich mittlerweile verifiziert.
Das kleine Ding da ist eine. Das ist diese Raumstation, von der man sozusagen auf den Planeten kommt. Ja? Also, ne? Das ist das Ding. Tja, da brauchst du echt Geduld. Gibt's da keine Möglichkeit, dazu beschleunigen oder so? So schön hat er mit dieser Sache ist, mit der Rotation und so weiter, aber so ätzend ist das aber auch irgendwo. Ja, Raumfahrt braucht Zeit. Sehr viel Zeit. Ich habe auch so das Gefühl, dass die nicht wirklich näher kommen, gerade die anderen Planeten. Das heißt, wir werden wohl den Wüstenplaneten nehmen, weil bis die anderen kommen, ich weiß nicht, sitzen wir Stunden. Ich denke mal auch eher, dass man von dem Wüstenplaneten auf die anderen dann nachher eher nah hinkommt, ja. Weil der hat so eine schöne Rotationsgeschwindigkeit. Und dann kommt man zu den anderen wesentlich schneller ran, ne? Das macht durchaus schon Sinn. Das heißt also, wenn der Wüstenplanet gleich wieder da ist, dann werden wir den Wüstenplaneten nehmen. Weil die anderen Planeten, die haben fast ähnliche Rotationen wie wir. Wir sind ein bisschen schneller als der. Ein bisschen schneller. Und der ist auch ein bisschen schneller als der. Also der hier ist richtig langsam. Der da. Der dümpelt so vor sich hin, ne? Der ist ziemlich weit draußen. Wie wir Berliner immer so sagen, der ist JWD. Ganz weit draußen. Aber na gut. Wow. Wenn es mal ein bisschen länger dauert. Wenn es mal ein bisschen länger dauert. Kann hier wahr sein. So, da kommt der Verstrahlte schon wieder an. Ja, den werde ich mir eher nochmal später aufheben. Weil Wüstenplanet klingt erstmal insgesamt einladend. Ja, das kennt man aus Dune. Ein schöner Film, war hier super gewesen. Ja. Aber verstrahlt ist halt doch sehr verstrahlt. Ich bin schon verstrahlt genug. Da muss ich dann jetzt noch nicht den Planeten da ansteuern. Ja, das muss ich wirklich nicht. So, dann komm mal her. Da kommt er. Ja, so Weltraumanzeige, so lange mit Zeit und so weiter haben wir letztes Mal bei Van Braun Projekt gehabt. Obwohl, da waren wir noch länger im Weltraum, noch viel länger. Ja, das ist ja hier alles ein Witz dagegen. Ja, das ist ja alles hier auf nett und einfach gemacht. So. Wüstenplanet angesteuert. Boah, das Raumschiff hier ist richtig zugepackt, ja? Da geht was. Das ist ein Kolonisierungsschiff sozusagen für einen Außenposten, ne? Wobei Kolonisierung kann man nicht wirklich sagen, weil ja, da müsste ich ja dort wirklich anfangen, eine Zivilisation aufzubauen, ne? Ja, jeder Punkt ist mehr oder weniger genauso gut, wa? Nehmen wir einfach mal den da. Kicken wir mal. Ruck, ruck, ruck. Wie sieht's denn hier aus? Jo, das ist der Wüstenplanet. Herzlich willkommen auf Arrakis. Ja. So. Wir machen das Ganze gleich hier as right. Das heißt, wir nehmen uns das hier als unterste Ebene. Das Raumschiff ist dann oben geparkt. Das ist in Ordnung. Mit können wir leben, ne? Das heißt, wir nehmen uns unser allseits beliebtes Glättungstool. Ja, das wird hier nie anders werden. So, jetzt glätten wir. Oder ist das hier zu tief? Das ist, glaube ich, besser. Aber, ja.